Bei der Hamburger Theaternacht zeigen die Bühnen, was so in der neuen Saison auf den Spielplänen steht, bieten Kostproben, Beispiele, zeigen Ausschnitte aus Programmen. Und man hat das Gefühl, dass wirklich Hamburg auf den Beinen ist. Also das Interessante fürs Publikum ist natürlich, die freie Auswahl zu haben. In jedes Theater gehen zu können, deiner Wahl, das ist schon ein Knüller. Und auch mal Sachen auszuprobieren, wo man nie hingegangen wäre. Du bekommst ein Ticket, hast ja nicht nur die ganze, den HVV drin, sondern auch die Sonderbusse. Du hast die Party mit drin, die am Schluss stattfindet. Du hast den zentralen Platz, wo auf der Bühne ständig was los ist. Und du kannst halt in jedes Theater deiner Wahl gehen. Das heißt, wenn man sagt, ich bin Abonnent eigentlich im Ernst-Deutsch-Theater, aber Mensch, warum nicht mal ins Lustspielhaus oder ins Ohnsorg-Theater gehen? Oper, mein Gott, ist doch nur was für Schnösel. Naja, schauen wir mal rein. Erstmal die Atmosphäre, ist eine ganz tolle Atmosphäre, herrscht in der Stadt, dass so viele Theater sich zusammenschließen und was ganz Besonderes präsentieren an dem Abend. Freier Zutritt überall, jeder kann alles sehen, was ihn interessiert. Und was ich besonders schön finde, ist, die Leute nehmen die Chance dann wahr, quasi eine Kostprobe zu machen von etwas, das die noch nie erlebt haben. Und dadurch schaffen wir auch als Häuser eine Begegnung mit ganz neuen Menschen, die dann neue Publikumsmitglieder werden könnten. Die Besucher sind neugierig und können in diesem Jahr immerhin 42 Bühnen besuchen, können sich überraschen lassen von der Vielfalt, die 42 Bühnen mit über 200 Programmausschnitten bieten. Und man bekommt wirklich einen hervorragenden Eindruck, was alles in der Theaterstadt Hamburg so los ist. Die Partystimmung in der Stadt ist erstmal so eine schöne, laue Spätsommer- oder Frühherbstabend. Man hat das Gefühl, die Stadt entdeckt seine Theater in dieser Nacht. Es ist nicht nur diese Versorgerhaltung, man setzt sich hin und wird berieselt, sondern man sorgt selbst für seinen eigenen Input, indem man durch die Stadt latscht und sich was reinzieht. Das ist das Tolle, das ist das Bewegliche und die Gäste sind in der Regel extrem gut drauf. Wenn sie einen Theaterbecher gekauft haben, kriegen sie ja in den Häusern überall Kaffee umsonst und das ergibt dann auch nochmal so eine ganz lustige Atmosphäre. Und dieser Theaterbecher berechtigt den Besitzer in den Theatern, sich einen Schluck Kaffee zu holen, damit er auch die Nacht durchhält, denn es fängt immerhin um 19 Uhr an und geht bis 1 Uhr früh. Also es ist, ich kenne sowas sonst wo nix. Und das ist richtig eine schöne Fest, wo alle unterwegs sind, alle haben Spaß dran. Und wehe, dass man am nächsten Vormittag eine starke Aufgabe hat. Das Entscheidende bei der Theaternacht ist, dass die Gäste auf einmal anfangen, miteinander zu reden. Das heißt, man fährt mit dem Sonderbus und auf einmal unterhält man sich, ey, wo sind Sie denn gewesen? Oder man tut sie wahrscheinlich auch gleich. Und dann geht's los. Ja, ich war in dem Theater, das ist ja blöd, ich bin gar nicht reingekommen, das war ausverkauft, aber da war es witzig. Und so wird sich ausgetauscht. Das heißt, die Gäste entwickeln eine völlig eigenständige, eigene Kultur. Ich bin extra in einer Theaternacht mal Bus gefahren zwischendurch. Ich habe gesagt, ich fahre mal kurz zum zentralen Platz und zurück, um mal die Stimmung aufzufangen. Und es ist total lustig, da wurde teilweise im Bus gesungen und völlig verrückte Situationen entstehen da. Es gibt während der Theaternacht 50 Sonderbusse vom HVV und 6 Alsterdampfer, die am Anfang der Nacht sogar noch verstärkt werden, damit wir die langen Schlangen abbauen. Also wir haben die Taktfrequenz erhöht. Die Busse fahren auf bestimmten Routen und man kann sich in dem Theaternacht-Booklet, das es ab Vorverkaufsbeginn gibt, genau informieren, welches Theater von welcher Route angefahren wird. Man sollte, das ist vielleicht ein ganz persönlicher Tipp, sich nicht zu viel vornehmen. Man sollte gucken, dass man vielleicht mal in die Häuser kommt, die man sonst regelmäßig nicht besucht. Man sollte neugierig sein. Und man kann sich eine Route zum Beispiel anhand der Website ausdenken, ausgucken. Man kann schon sich eintragen in bestimmte Routen. Dann wissen die Theater ungefähr, wie viele Besucher sie im Laufe der Nacht erwarten werden. Man kann sich anmelden und das ist auch eine echte Empfehlung für den sogenannten SMS-Service. Dann bekommt man im Rahmen der Theaternacht SMS auf sein Handy. Da heißt es zum Beispiel, im Ohnsorg-Theater ist es so voll, geht in die Kammerspiele oder geht ins Schauspielhaus oder im Ohnsorg-Theater werden noch dringend Besucher für einen tollen Programmpunkt erwartet, geht alle ins Ohnsorg-Theater. Man wird durch die Nacht geführt, das hilft sehr und man steht nachher nicht irgendwie an und es ärgert sich, dass man nicht reinkommt. Also das sollte man unbedingt in Anspruch nehmen. Eine Besonderheit gibt es noch bei der Theaternacht. Man kann ja auch mit den Alsterschiffen fahren. Muss eigentlich aufpassen, dass man da nicht zu viel Zeit verplempert, weil die Fahrt dauert natürlich lange. Aber es hat seinen eigenen Charme, denn die Schiffe werden einzeln bespielt. Das heißt, auf dem Boden ist dann auch nochmal Entertainment.
Und auch das hat natürlich was in Hamburg über die Alster gut unterhalten. Es gibt vieles zum Anschauen, vieles zu hören und das in zeitliche Häppchen, dass man auch am besten viel auch miterleben kann, viele unterschiedliche Sachen. Und manchmal, weil die eine Veranstaltung voll ist, wo man hingehen wollte, kommt man auf eine andere, wo man eigentlich nicht geplant hat, dahin zu kommen und hat eine super Überraschung und sagt, wow, das war toll, nächstes Jahr gehe ich dorthin zuerst. Und es hat sich richtig toll etabliert in der Stadt. Ein heimlicher Wunsch war noch, mit den Theatern in Austausch treten zu können, beziehungsweise auch auf Augenhöhe zu kommen. Das heißt, dass das kleine Privattheater ohne Subvention, das Privattheater mit Subvention und das Staatstheater miteinander reden. Und mittlerweile ist es in geradezu freundschaftlicher Verbindung entstanden. Wir haben dann ja auch die verrückte Stunde erfunden, dass also Häuser nachts um 12 für eine Spieleinheit von 30 Minuten sozusagen das Ensemble tauschen. In dem Zusammenhang haben wir als Alma Hoppe schon gespielt im Thalia, im Schauspielhaus, im Ohnsorgtheater und in der Staatsoper. Herrlich. Also das sind so Sachen, die hat die Theaternacht eben mit geboren. Und das war eigentlich eine heimliche Hoffnung und das ist aufgegangen. Und heute sind wir wirklich dick befreundet mit auch den ganz, ganz großen Häusern. Die Hamburger Theaternacht ist aus einer wunderbaren Idee entstanden. Wir wollten zeigen, was für eine tolle Veranstaltung man auf die Bretter dieser Hansestadt bringen kann, wenn alle Theater an einem Strang ziehen, wenn alle Theater zur selben Zeit gemeinsam zeigen, was für tolle Programme, was für eine Vielfalt Hamburgs Bühnen zu bieten haben. Daraus ist eine mittlerweile im sechsten Jahr Veranstaltung entstanden, die 17.000 Besucher im letzten Jahr angelockt hat und die wirklich zeigt, was für tolle Theater Hamburg hat, was für tolles Publikum Hamburg hat. Und man kann nur sagen, dieser Termin ist für alle Theaterfans und für alle, die Theaterfan werden wollen, absoluter Pflichttermin. Und ich lade Sie herzlich ein, am 12. September zu gucken, was Hamburgs Bühnen so alles zu bieten haben. Sehr bunt. Also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, außer Faulheit, nicht an der Theaternacht teilzunehmen.